Hallo Leute, mein Name ist Sozial1Zock und damit herzlich willkommen zu der SNG4-Edition heute am Samstag wieder mal. Ja, es wäre heute Morgen nicht schon eine Final Fight Funken Animation erschienen, ist eine zweite noch dazugekommen. Nun aus dem SNG4-Universum. Wo ich mir Fragen stelle, wie ist das überhaupt möglich? Denn immerhin sind Maggies Urlaubsort und andere im selben Universum. Keine Ahnung. Naja, mal schauen. Guys, I'm so happy to announce that the full season of my new animated show Sunset Paradise debuts in 2 weeks on the 4th of June over on the Glitch channel. Ah, es geht endlich weiter. Coming out weekly, so be sure to subscribe to Glitch. Das ist alles, was wir wollten. Friday Night Funkin' Fans, we just did a fully 3D animated parody that you can watch over on the Glitch channel as well. Enjoy the video, friends! Die hatten eindeutig irgendwas mit den Creators gemacht. I gotta believe. Schon wieder der? Okay, es spielt nach den Ereignissen vom letzten Mal. Wollte sie nicht überfahren? Ach ja, der kam ja raus. Auf der Box. Let's go. Also Boyfriend, wenn der jetzt auftaucht, dann ist es echt seltsam. Au. Oh no. Er ist komplett verkrampft. Yuki Kuchiza Study. Mario. Wimpu ist mal wieder länger da. Was zum? Dämon. Oh, Wimpo! Au. Ha, what is this? Ah. Nani? WTF, guys. Help. I can't. Stop. Bitte was? Oh, das ist ihr Plan. Die arme Melody. Wenn du ihn überhaupt erreichst, der ist gerade im Urlaub dort. Meg. What? Nicht schon wieder er. Die Melody muss das besonders schlimm sein. Ach, was soll's. Besitz. Girlfriend. Boyfriend. Das ist überhaupt nicht gut. Vor allem, wie ist er so schnell wieder zurückgekommen? War das eine Tagesreise? This pleases me greatly. Good work, Mom. I love you, honey. Ha
Uh-oh. Oh, die Neuen sind am Start. Ey, was macht Bell hier? Dumme Werbung. Bald kann ich mir das nicht mehr leisten. Bei den neuen Richtlinien. Was macht Bell in der Gruppe? Aber jetzt kommt der Rest rein. Mr. Monitor? Was macht der denn hier? Das ist nicht der. Oh nein. Der Boyfriend. What the? Bell? You know it. What's up? Ach so, sie wurde bezahlt. Das macht Sinn. Es ist Bell. What the? Keine Ahnung, wer sie sind, aber anscheinend eine Mod. Warum muss ich schon wieder so übersetzt? So, das sind die Regeln. Sie ist an den Bock. Ja, das ist eindeutig eine Mod. Gegner sind stärker. Okay, er holt sich back up. Na gut, Todesstimmen sind echt wehtun. Oh, you're so good, back Mario. Can do even better. Oh, das muss die Hölle sein mit dem Toad. Inzwischen kenne ich ja das Spiel. Im Gegensatz zum ersten Teil. Good job! Yeah! Here we go! Nope. Nette Zeichnung von Bell und Tari. Joe! Ja, die Rivalität. Okay. Okay, die hatten eindeutig eine Zusammenarbeit. Mod für die beiden. Die hatten eindeutig eine Zusammenarbeit, sonst würden nicht zwei Episoden auf einmal erscheinen. Von einem, die singen einfach den Mashawana-Song. Oh Mann, ich weiß jetzt schon. Irgendwann kommt ein SG-Profile in Franken raus. Ich glaube, das würde ich sogar dann echt Let's Playen. So viele Personen, Figuren, die es jetzt gibt. Verflixt. Bella hat verloren. Tari gewinnt und noch eine Werbung. Verflixt. Warum gibt es so viele Werbungen in der letzten Zeit? Ach ja, stimmt. Essen die Firma Geld. Ignoriert sie einfach. Bald muss ich sie rausschneiden. Zusätzlich. Okay, Psycho ist auf den Sache und Wimpo kämpft gegen den Boyfriend. Das kann ja mal interessant werden. Hey, der Boyfriend war mal eine besondere Nummer. Aber ich durfte endlich mal einen. Ich durfte endlich mal einen Dating Simulator, habe ich recht. Das habe ich irgendwie gefeiert bei dem Test. Ach du Schande. Oh, meine Augen. Als hätte ich nicht schon heute genug Schaden bekommen. Ich glaube, Psycho kriegt sogar noch größeren Schaden. Korb an beide.
Wimpo hat gewonnen. Okay, er wird zum Beam-Ding. Das habe ich inzwischen in Erfahrung gebracht. Ah. Da wird's wirklich gut. In die Pokéwelle. Warte. Mr. Monitor gegen ihn? Statt Luigi? Cool. Nee, es ist Swag. Oh, da auch nicht. Welp, told you it wouldn't scare them. Shut up, Chris. It was a cool idea. Luigi, oh yeah. 3, 2, 1. Yes, and the number. Wow, walk out my friend. Say the wrong thing and you'll need your hand. Just looking at you makes me dick. Now get out of my face, you lucky bitch. Shut your mouth, you little stick. Say one more word and I'll slash your dick. Mouth this off and go where you came from. Oh wait, it's too late, cause I just did your mom. Bitch, come at me, I'll give you cuts. Bruise your face and bust your nuts. With so much pain, you could only whine. Oh, you may think you're a musical genius, but your head looks like a three-pronged penis. You're a little gnome with a fetus for guns. If you wanna use one, let me show you how it's done. Stay away, you bit of a hoe. Your rusty face is from decades ago. Your hair can look like a fist abortion alongside a body with horrible proportions. Oh no, I feel so offended. To have your free trial for life has ended. Now sit down, bitches. Time for class. Cause the big boys are here to kick your ass. Kick the baby! Das ist Mario-Spruch. Und was ich zum Song sagen soll, keine Ahnung. Ich glaube, die Bewegung sagt alles. Jetzt ist Mr. Monitor dran. Gegen den Panzertyp. 3, Newgrounds. 2, 1, oh shit. Ob die das mit Pistolen und Schusswaffen machen. Aber wer trifft am Ende? Ist cool, dass Mr. Monitor mal wieder einen richtigen Auftritt hat. Der letzte war ja beim Abus. Beim 10-Jahres-Becher. Oh, Treffer. Noch eine Werbung? Also so langsam reicht es echt. Hey, Melody, was ist das? Kann sie unter dem Schlafen Ohrenplüsche Evoli. Cute. Was ist das? Big Chance in einem Kostüm? Die macht das im Schlaf. Das ist eindeutig nicht Big Chance. Mach sie nicht sauer. Wenn Melody sauer wird, dann geht's ab. Immerhin hat sie die Maske der grimmigen Gottheit auf. Eben, so schneid ihn einfach. Why are you running? Weil sie ihre Schwätze will. Gut gemacht, Melody. Not the big surprise. Boah, das ist das erste Mal, dass sie einschläft in dem Modus. Bella haben sie natürlich hauptsächlich verschont, weil sie nur bezahlt wurde. So it's that okay. Is okay, honey. For we have things much more important than rap battles to worry about now. Like the cosmic question of the universe and our grand design. The quest for knowledge and unraveling the very fabric of space and time is the only fresh theoretical beat we'll be bouncing to.
I don't understand a single thing. Aber ich glaube, die Geschichte ist abgeschlossen damit. Thanks for watching, guys. If you liked how funky that episode was, please check out my fully animated Friday Night Funkin' parody starring Maggie over on the Glitch channel. Immer machst du noch was nicht richtig Sinn. Also, that part you saw in the video, you can actually play that as a Friday Night Funkin' mod now. Bitte Link was? In the description to download the game. Big shout out to AJ Despirito, Q the Penguin, Ouija Pie Reindeer, and Skyland Jaws for helping me Ouija make the Pie. And again, thanks for watching. Er hat also mitgeholfen. Das Spiel ist Spieler? Gleich mal downloaden. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, der zweite Teil. Aber trotzdem bin ich verwirrt. Wie kann der Boyfriend so schnell auf der Insel sein, die mit einem Boot erreichbar ist, aber gleichzeitig auch hier im SNG4-Universum Insel sein und Mario helfen? Noch dazu, dass er bei keinem irgendeine Reaktion auf den anderen gezeigt hat. What? Na, bevor ich mir in den Kopf zerspreche, damit bedanke ich mich fürs Zusehen, bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye.